Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ja, wir wollen heute direkt das nächste Spiel machen in der Liga. Und zwar mit dem Bundesliga-Team. Ja, wir werden jetzt hier erstmal kurz die ganzen Verträge noch erweitern. Oder verlängern. So. Wir reichen theoretisch eigentlich auch diese... die einfachen Silberverträge. Erstmal zumindest. Wir haben ja auch noch Bronze. Wobei, wenn wir mal Silberspieler haben, da lohnt sich das mehr. Von daher, nee. So, Ramsey bekommt noch einen guten Vertrag. Aber bei ihm reicht eigentlich auch so ein Silbervertrag, muss ich mal so sagen. Wilshere bekommt nochmal einen... Ah, ich weiß nicht, den will ich eigentlich nicht mal so lange behalten. Wir gucken gleich nochmal, wie viel der mittlerweile wert ist, aber mir gefällt der nicht mehr so gut, also... Da bekommen wir nochmal hier... Ach ne, hat er überhaupt? Doch, der braucht auch Verträge. Der bekommt so einen Standardvertrag hier, aber er fehlt noch. Hier Jesus Rodriguez. So. Wir gucken jetzt nochmal kurz, wie viel Wilsch hier wert ist. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, ich möchte demnächst noch ein neues Team bauen. Und da ist er schon. Und unter anderem soll da ja Chica Reed drin sein. Und ich möchte dann auch noch auf den Außen, also ich möchte so ein 4-3-3 machen. Mit einem ZOM und da soll auch noch Shakiri und, wie heißt er? Ne, ich glaube, das ist zu viel für den. 70.000, das wäre natürlich schon extrem, aber ich glaube, so viel ist ja nicht wert. Wobei, es wurde ja jetzt nicht mal einfach 30.000 angezeigt, von daher. Links möchte ich El Shaarawy haben. Also scheinbar bekommen wir für den, der 30.000 wird hier geboten. Ich guck mal, für wie viel der so ausläuft. Aber scheinbar, wenn wir den jetzt anbieten, so für 70.000, können wir den schon loswerden. Sehr geil auf jeden Fall. Also in der Mitte werde ich dann halt schon so einen Chica Reed, dann rechts außen Shakiri, einfach nur, er ist relativ schnell. Hat 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot und ist halt Linksfuß. Das ist auf dem rechten Mittelfeld gut. Ja, und dann halt noch links El Shaarawy. Unter anderem müssen wir die halt dann auch irgendwie verlinken. Und in der Innenverteidigung möchte ich halt dann noch so BPL-Standard haben. Mit unseren Innenverteidigern. Nee. Dann sollte das so neue Innenverteidiger hin von QPR. Die beide Englisch sind, also die bekommen sozusagen dann einen perfekten Link. Mit unserem Torwart De Gea. Wie viel ist der mittlerweile eigentlich wert? Haben wir für 13.000 gekauft. Ja, ist noch so 6.000, 6.500 wert. Also nicht so viel. Aber naja, wir wollen jetzt ins nächste Spiel gehen. Ich glaube, wir werden... Ach scheiße. Nehmen wir einfach mal Ramsey mit. Passt auch. Ja, Bale können wir ja demnächst nur noch ein Spiel spielen. Das wäre dann wahrscheinlich die nächste Folge. Oder falls hier jetzt vorzeitig irgendein Gegner rausgeht. Dann eventuell, aber sonst wahrscheinlich in der nächsten Folge ist dann Bale dran nochmal. Und dann müssen wir uns halt fürs rechte Mittelfeld oder für den rechten Flügel Ben Arfa holen. Ist jetzt nicht unbedingt so der Traum oder das, was ich mir da gewünscht hätte. Aber ich sag mal so, Ben Arfa, das sollte schon funktionieren irgendwie. Also ich glaube schon, dass wir mit dem etwas reisen können. So, können wir jetzt vielleicht mal einen Gegner finden oder ergibt sich das wieder sehr schwer? Falls nicht, dann mache ich hier halt wieder einen Cut. Ich meine, das haben wir ja jetzt schon sehr oft gemacht und ja. So, da sind wir wieder. Hat jetzt minimal lange gedauert. Ach nein, das ist schon wieder so. Einer, der irgendwie eine leichte Behinderung wahrscheinlich hat. Ja, was soll ich denn da mal jetzt machen? Ich habe hier auch rotes und ein blaues. Oh Mann, solche Leute, ne? Die haben einfach keine Ahnung irgendwie. Die denken vorher wahrscheinlich nicht nach. Das ist einfach wieder Real Madrid 5-5-5-5. Genau! Ich meine, ich habe ja nicht so das Problem, wenn man da so ein Bayern-Trikot hat. Ich meine, ich bin ja Bayern-Fan. Aber man muss doch dann gucken, was der Gegner für ein
für Trikots hat und sich daran dann irgendwie auch mal anpassen können. Aber am Ende ist es sowieso egal. Der Gegner hat ein Bundesliga-Team mit Aubameyang und Ramos im Sturm, dann ist er da, ja, na gut, man, ich muss sagen, es geht schon. Also, ja, unser Gegner scheint wieder durchrennen zu wollen. Oh, Eigentor, alles klar. Es gibt natürlich Freistoß. Das ist schon wieder geil. Also, wenn das so anfängt, dann habe ich wieder ganz viel Lust. Aber man muss einfach damit klarkommen. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich mich da jedes Mal drüber aufrege, weil es ist halt zwar scheiße, dass der Gegner jedes Mal dann nur durchrennt oder oftmals versuchen die das ja wirklich. Aber gut, da kann es am Ende nichts gegen machen und ich meine, wir haben davon ja auch schon profitiert. Aber gegen solche Gegner muss man eigentlich nur passen. Ja, oder man legt es halt aufs Maul, kann man auch machen. Übrigens, was ich mir überlegt hatte, statt Reinhardts eventuell dort mal so einen etwas offensiveren hinzustellen, wie zum Beispiel Gündogan oder Thiago, einfach nur weil wir mit Bender schon so ein Arbeitstier, sag ich mal so, haben in ZDM. Und so ein Offensiver würde uns, glaube ich, da schon gut tun. Also bitte, FIFA, ne? Bitte. Ja. Natürlich. 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 Ja, das habe ich eigentlich gesehen. Er flankt rein, aber der geht halt zur Eckfahne. Bisher in den ersten 9 Minuten hat der Gegner auf jeden Fall einiges mehr an Spielanteilen. Es liegt aber halt daran, dass ich vorne bisher noch nicht so gut durchkomme. Jetzt vielleicht mal hier. Ja, aber ich habe halt dann irgendwie nicht so die Anspielstation. Und wenn, dann kommt der Ball halt auch nur zum Gegner wieder. Wie hier. Ich verstehe das immer nicht so. Ich habe da immer das Gefühl, der Ball kommt zum Gegner. Aber das ist halt teilweise auch nur Einbildung. Weil der Ball springt natürlich auch sehr oft mal zu mir. Hoffe ich zumindest. So, okay. Das war eigentlich nicht wirklich stark gemacht vom Gegner. Einfach nur, weil er eigentlich schon an mir vorbeigerannt ist. So, und dann gibt es hier wieder einen Freistoß, aber was soll ich denn dagegen auch großartig sonst machen, ne? Jetzt gibt's Gelb und er hat dort vorne einfach 3 wirklich sehr schnelle Spieler. Ich weiß nicht, von Leverkusen, wie er da heißt, der Koreaner, oder, ne? Wie heißt denn er? Mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Ich kann hier gerade nichts machen, außer zugucken. Den hatten wir doch, glaube ich, auch selbst mal, oder? Auf jeden Fall hat er 5 Sterne auf dem schwachen Fuß und ist halt sehr schnell. Das heißt, er ist eigentlich optimal für diese Position. Linker Sturm ist er ja, glaube ich. Oder ist er linker Flügel? Ne, ich glaube linker Sturm. Aber es ist halt wirklich teilweise sehr schwer zu verteidigen. Und ich glaube, wenn wir hier nicht aufpassen, dann werden wir hier auch ganz schnell das eine oder andere schnelle Gegentor kassieren. Aber guck, man muss sich das einfach mal angucken. Er macht das nicht wirklich stark, aber ja. So, und jetzt sind wir hier durch und machen das 1-0. Habe ich mich einfach mal 1, 2, 3 mal, 15 mal gedreht und dann irgendwie bin ich halt durchgekommen. Aber das ist halt das Problem, dass er wirklich so stark auf Mann geht. Und da kann man halt das dann auch mal probieren. Aber gut, ich will mich darauf jetzt nicht festfahren, weil mit Aubameyang ist er natürlich jetzt brandgefährlich wieder. Und das ist einfach so unnormal, ne? Das Problem bei Aubameyang ist nicht mal unbedingt, dass er so schnell ist, sondern dass er auch noch den Ball so gut unter Kontrolle hat. Also, wenn er das zum Beispiel nicht hätte. Ja, okay, das hat er jetzt schon antizipiert, sehr gut. Den Ball habe ich nicht mal gegrätscht, aber er hat ihn so rausgeholt. So, wieder Verinha hier über der Außen. Und das verstehe ich halt nicht. Wieso kommt er da in der Situation immer an den Ball? Okay, das war jetzt nicht unbedingt stark gemacht. Aber, ah, schade, das wäre natürlich sehr geil gewesen, wenn wir da schon wieder das 2-0 gemacht hätten mit unserer zweiten Chance. Einfach nur, weil er wird 100% noch das eine oder andere Tor machen.
So, jetzt ist hier De Bruyne auf der Außen. So durch, ja, er ist durch. Flanken wir mal rein, aber die Flanke kommt viel zu kurz. Schade. Wenn die Flanke da besser kommt, dann kann man da vielleicht auch was draus machen. Jetzt Bender, bitte. Bitte mach keinen Scheiß. Warum arbeitet Bender jetzt nicht mit nach hinten? Komm, den Ball. Ja, okay, das ist dann einfach ärgerlich. Wenn ich da das Kopfballduell verliere, beziehungsweise der gegnerische Spieler sich einfach durchsetzt. Ja, und jetzt, da muss er sich natürlich für abfeiern. Ach, Sonne ist das. Es ist halt wirklich nichts außer Pacen, Lobpass und das war's. Was war denn das jetzt? Ach, Siri ist einfach mal angegangen. Keine Ahnung warum. Was ist das denn? Wie kann er da einfach wieder rankommen? Beziehungsweise so rankommen, dass es kein Foul ist, aber dass er trotzdem den Ball spielt. So, und das 2:1. Also wir sind momentan, ich will nicht sagen eiskalt, aber wir nutzen unsere Chancen auf jeden Fall. Und der Gegner, der macht es mir schwer. Also das ist echt nicht einfach, aber... Herr Reinhardt, den ich eigentlich austauschen wollte. Wahrscheinlich auch noch austauschen werde. Ja, und hier jetzt schon wieder Aubameyang, also bitte. Ich bin ja schon im Überlegen, ob ich vielleicht nicht sogar mauern sollte. Einfach nur, damit ich nicht mehr so diese Gefahr von Konter... Die Gefahr habt, in Konter zu laufen. So, da oben läuft jemand. Ja. Und das war dann einfach richtiges Luck, De Bruyne. Mit dem Volley-Schuss. Also alle gegnerischen Spieler laufen an ihm vorbei. Und De Bruyne schießt dann einfach mal Volley ins kurze Eck. Also... Da muss ich sagen, da habe ich wirklich Glück. Also, ja, hier. Sehr nice. Und er paced. Also, es ist ja wirklich, das Problem ist, er macht nichts anderes. Er paced, dribbelt und paced. So, und jetzt, ich kann halt nicht pacen, ne? Also, ich könnte jetzt mal versuchen, mit Ramos zu pacen, aber... Ja. Und er bekommt halt wieder... Ja, was ist denn das? Also, wie kommt er da wieder an den Ball? Jetzt muss ich halt gucken, dass ich da irgendwie rankomme. Ja, springe über den Ball. Ist ja noch der Gegner, der da ein Tor draus machen könnte, ne? Macht hier aber nichts draus. Also da in der Mitte steht jemand. Aber selbst Sokrates ist halt schneller als De Bruyne, ne? Das ist... Selbst in der Abwehr ist er pacig. Oder Paste. So, jetzt mal gucken. Da steht jemand frei. Direkt wieder auf der Außen spielen. Ramos hier. Ball durchlassen. Okay, das hat nicht funktioniert. Er macht... Also er verteidigt das wirklich sehr stark. Und jetzt ist es abseits. Es gibt wieder 5 Minuten Nachspielzeit. Fällt mir gerade auf. Das ist unnormal. Es gibt immer 5 Minuten Nachspielzeit, wenn ich da drauf gucke. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid, das muss ich jetzt einfach machen. Also, da hatte ich einfach auch keine Lust, wieder in den Konter zu laufen. Da musste ich dann jetzt einfach umgrätschen und da kassiere ich halt jetzt mal eine gelbe. Ich glaube sogar, mein rechter Verteidiger hat auch schon eine gelbe. Sehr nice. Halbzeit, wir führen 3:1. Ich glaube, wir haben nur 3 oder maximal vielleicht 4 Schüsse aufs Tor. Und ja... Wir können echt zufrieden sein. Also, der Gegner ist hier wirklich... Ich sage es nicht gerne, aber er ist überlegen. Und diese Mittel, also... Wenn man sieht, ne? 64... Passgenauigkeit, was ist denn das? 64% Passgenauigkeit hat er. Das liegt halt daran, dass er durchrennt, versucht zu passen, den Ball verliert und danach versucht direkt wieder durchzurennen, wenn er einen Ball hat. Wir gehen jetzt mal eins auf eins defensiver. Ja, okay. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie er immer noch einen Fuß dazwischen bekommt. So, jetzt den Ball müssen wir bekommen. So, jetzt nice. Perisic. Perisic ist auf der Außen durch.
Das wäre es ja jetzt doch gewesen. Ich glaube, mit linken Fuß. Also da versucht jetzt ins lange Eck zu schlenzen. Das wäre es echt noch gewesen, ey. Aber ne, so viel Glück haben wir dann auch wieder nicht. Okay, jetzt hat er mal einen Lobpass gebracht und der darf eigentlich nichts werden. So. So, Perisic ist wieder auf der Außen durch. Aber ist halt leider nicht so schnell, ne? Und dann sind die Tricks natürlich auch sinnlos. So, jetzt ist er wieder hier durch. Ah, das ist schlecht geschossen dann von Ramos. Also das Problem hatten wir in letzter Zeit schon öfters mal. Dass er einfach den sehr ungenau nur trifft, beziehungsweise nur sehr ungenau schießen kann. Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. So, und jetzt vielleicht nochmal. Ah, schade. Also wir kommen mit Doppelpässen sehr gut durch bisher. Aber ich glaube, ich will noch nicht ganz drauf vertrauen, dass das die ganze Zeit so sein wird. Ja, jetzt gibt's vielleicht noch eine gelb-rote. Ich weiß es nicht. Ne, es gibt gar keine Karte. Aber ich bin froh, dass wir jetzt erstmal die letzten, weiß ich nicht, 15 Ingame-Minuten, also halt den Anfang von der zweiten Halbzeit, bisher gut verteidigen konnten. Ohne jetzt irgendwie großartige Probleme vom Gegner zu bekommen. Ah, scheiße. Das war dann schlecht. Das war dann einfach nur bad. Hey, komm, Kollege, 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 Dankeschön. Also das ist echt ärgerlich, wenn man dann aus so einer Situation irgendwie noch einen Gegentreffer kassiert. Aber gut, ja, es kann natürlich passieren und deswegen muss ich gucken, dass ich hier... Ha, schade. Aubameyang ist das dort auf der Außen, aber den Ball haben wir. Ha, schade, da habe ich auch jetzt mal versucht, wie er einfach durchzulaufen. Aber bei mir funktioniert es halt mit den freien Räumen noch nicht so ganz. Also er steht hinten auch nicht unbedingt schlecht, ne? Ach, das ist doch lächerlich. Aber wir kommen an den Ball, also das ist schon mal gut. So, jetzt vielleicht mal hier. So. Die Bräune schicken wir mal. Schicken wir mal. Und da ist es. Das ist 4:1. Eventuell eine Vorentscheidung. Wenn der Gegner jetzt nicht direkt beim Anstoß direkt wieder durchkommt. Ich ziehe erstmal meine Verteidiger, meine ZDMs wieder nach hinten. Okay, da haben wir Glück, dass mein Spieler einfach reinstolpert. Ja, und das ist halt dann wieder, ne? Es ist halt Pace. Pace, Pace, Pace. Aber gut, mittlerweile kann ich das auch so ein bisschen einschätzen, wo er da immer hin möchte. Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Aber dort vorne lief Ramos frei. Und meine Spieler haben halt einfach mal nicht dorthin gespielt. So, wir reden ja über der Außen. Was ist das denn für ein Pass, Ramos, bitte? Come on. Also den kann man schon mal besser spielen. So, jetzt vielleicht hier. Ne, den Ball haben wir wieder. Also, es läuft in der zweiten Halbzeit wesentlich besser als in der ersten noch. Den Ball bekommen wir nicht, habe ich gedacht. Ey, wenn du jetzt quittest, ne? Du wärst so erbärmlich einfach nur. Das ist doch so lächerlich einfach. So verdammt lächerlich. Wie er einfach merkt, dass seine Spielweise in der zweiten Hälfte nicht mehr funktioniert. Wie er einfach nur quittet. Ich weiß nicht, wie, in der welchen Liga sind wir? In der 8., in der 7.? Ich glaube, wir sind in der 8. Und er quittet, weil er nicht mehr durchpacen kann, wahrscheinlich. Also, was soll man dazu sagen? Ja, unser Abbruch-Multiplikator geht immer weiter runter. Einfach nur, weil die Gegner quitten. Sehr geil. Ich muss sagen, am Ende, der Sieg geht voll in Ordnung. Gegner hat in der zweiten Hälfte nichts mehr gebracht. Und ich glaube, wir werden jetzt nochmal, da wir jetzt wieder mal so eine Folge haben, wo wir nur so ein Dreiviertelspiel haben,
Wir haben uns jetzt nochmal so ein Team halbwegs zusammenbauen. Zumindest will ich euch mal kurz zeigen, wie das so aufgebaut werden soll. Was ist denn das? Schon wieder zwei Verletzte. What the fuck? Wie lange fallen die aus? Hey, wo steht denn das? Eine Partie und er auch ein Spiel. Ach, das ist, naja, kann man nicht ändern. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz gucken. Und zwar selbst aufbauen. Hybrid 2. Ach, Punkt geht nicht. Punkt 0. So. Und zwar soll das wieder so ein 4-3-3 werden, weil mir das eigentlich sehr gut gefällt, das 4-3-3 bisher. So, und zwar so. Dann soll hier. Wie kann man das jetzt noch? Ich weiß nicht, jetzt nicht genau, wie da geschrieben wird. Aber so finden wir den nicht. Also, so dauert das zu lange. Chicory, wie wird denn da geschrieben? Sind 75er. Hier. Das ist er, glaube ich. Genau. Der soll hier hin. Ah, scheiße. Rechter Flügel, das soll dann Shaqiri werden. So. Dann hier soll am Ende noch, genau, Ronaldo hin. Wie viel kostet eigentlich Neymar? Ich will einfach nur nochmal gucken. Den werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können. Aber ich will mal kurz gucken, wie viel das so kostet. Ja, okay. Das wird wohl nie was werden. Hier soll dann noch El Sharawi hin. Oder El Sharawi. Könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt. Dann kommt hier Cole hin. Genau. Hier soll dann De Rossi hinkommen, einfach nur wegen den Links noch. Ach, Kacke. Warte, wie machen wir das jetzt hier? De Rossi. So, dann sind die nämlich erstmal abgefrühstückt. Dann soll hier natürlich De Gea hin, den haben wir ja schon im Verein. Und hier, wie heißt denn der? Das ist auch ein Stürmer, glaube ich. Kurz gucken. Stürmer. Oh, wie hieß denn der? Ich habe keine Ahnung. Ne, ich weiß echt nicht. Muss ich dann bis zum nächsten Mal noch gucken. Hier soll dann nur sowas Günstiges wie Rode zum Beispiel hin. Rode. Kann man sich ja dann noch einfach da hinstellen. Hier kommt dann hier noch der Rafinha hin. Und sonst, wie hieß denn der jetzt? Ich guck mal kurz, ob ich den vielleicht so hier bei den Transfers noch irgendwie finde. Qualität Silber, Position Stürmer. Hallo? Warum geht denn das nicht? Ach so, so muss es sein. Was sind das für Nationen? Das tut mir jetzt leid, weil ich weiß, das ist eigentlich auch eigene Dummheit, weil ich weiß nicht, welche Nation der hat. Es könnte. Das ist es doch, oder? Tunesien? Chemiti ist es. Ja, gut. Das Problem ist nur, der kostet 11.000. Also mindestens. Chemiti, siehst du. Ja, mal gucken, wie viel der so kostet im Sofortkauf. 18.000, 20.000. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch schon wieder scheiße. Das ist echt nicht cool, aber naja, da machst du halt nichts. Und ich wollte jetzt nochmal gucken.
aus der BPL zwei Innenverteidiger. Bei QPR spielen die beide. Einfach nur wegen dem perfekten Link. Und weil die jetzt nicht so viel kosten, glaube ich. So. Corker einmal. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also für einen Non-Wear 77 Defending, 78 Physical und 75 Tempo. Das geht eigentlich. Fitnesskarte könnten wir natürlich anwenden. Deswegen nehmen wir den einfach. Wobei, nee, der ist doch bestimmt frisch, oder? Ja. Dann nehme ich lieber den frischen. Ist einfach so eine dumme Angewohnheit bei mir. Ich nehme lieber den frischen, der gerade gezogen wurde, statt irgendeinen anderen. So, und dann noch den anderen. Wie hieß denn der? Müssen wir eigentlich auch so finden. Genau. Nee? Nee, dann nee. Der kostet nämlich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Weil der so übelst krasses Tempo hat. Ich glaube 83 für den Innenverteidiger. Naja, gut, 2000, das wird eigentlich gehen. Und wie wird da geschrieben? Ja, der hier. 2000 habe ich gerade gesehen, das ist also 2400. Das heißt, so für 2000 müssten wir den eigentlich auch schon finden. Ja, 1400, also so teuer ist er doch nicht. Dafür, dass er halt so viel Tempo hat. Nehme ich einfach den hier mit, der günstigste. So, dann gucken wir jetzt noch wegen Rode direkt, weil den hatten wir ja auch nicht. Rode. So viel dürfte eigentlich nicht kosten. Ich meine, ist ein ZDM vom FC Bayern, dürfte aber... Ja, hier, komm, gönnen wir uns direkt. So, jetzt fehlt uns noch einiges. Beispielsweise Shaqiri. Ich gehe einfach mal davon aus, den werden wir jetzt nicht unbedingt mehr die nächsten paar Jahre immer noch beim FC Bayern sehen. Weil er so wenig Spielzeit bekommt. Ich glaube, selbst ich als Spieler würde da versuchen, auch wegzukommen. Der verdient wahrscheinlich nicht so schlecht, aber ich glaube, wenn du einfach, weiß ich nicht, da bekommt vielleicht alle zwei, drei Spiele mal so 30 Minuten Spielzeit und das ist halt echt wenig. Die wollen mit dem handeln, aber ist mir egal. Ich kaufe den einfach für 3000. So. Dann gucke ich jetzt nochmal. Shaqiri. Da ist er. Er dürfte eigentlich nicht so viel kosten. Ich meine, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Und ich habe ihn bisher auch noch nicht gespielt. Also ich bin da selbst gespannt, wie der sich so spielen lässt. 900 habe ich hier gesehen. Und der ist auf 900 und den nehmen wir uns direkt. War das so? Einfach weil er noch frischer ist, mit dem will keiner handeln. Ihr habt es gerade schon gesehen, der hat 5 Sterne schwacher Fuß und 5 Sterne Spezialbewegung. Dazu ist er noch 1,89 groß und hat 84 Tempo. Ich weiß nicht, wie das bei ihm aussieht mit dem Schießen, ob die Schüsse von ihm gut sind, aber... Ich meine, so die Werte an sich sehen ja schon mal sehr gut aus. Ich hoffe einfach mal, dass er auch das zeigen wird. So, jetzt werden wir noch Shaqiri. El Shaqiri. Wie würden der kosten? Gucken erstmal, wie viel der allgemein so kosten wird. Ja, 2000, das geht ja auch. Also, ich muss sagen, das Team ist jetzt nicht unbedingt teuer. Also... Das könnt ihr euch eigentlich auch ganz einfach nachbauen, auch wenn ihr gerade erst mit FIFA angefangen habt. Ja, also hier, Shaqiri, der geht für 1300 vielleicht. Das Problem ist, auf dem PC kann man sich die Preise vorher nicht irgendwie angucken, weil die werden bei Fathead zum Beispiel nicht mehr angezeigt. Ich weiß es nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber es geht halt einfach nicht. Cole, der dürfte eigentlich auch nicht so viel kosten. Okay, scheinbar doch ein bisschen mehr. So 3000 vielleicht. Komm. Hallo. Einmal runter und jetzt ja, bitte. So, Cole. Und jetzt brauchen wir noch der Rossi. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den einen ZOM. Der Rossi.
Wie würden der kosten? Doch nicht mehr als 3000, oder? Ist meiner? Gut. So, und jetzt müssen wir halt noch gucken, dass wir irgendwie den Chamiti bekommen. Chamiti, der ist halt echt teuer. Das ist echt ein bisschen kacke. Also wie viel war das jetzt? Der günstigste? 21.000, 20.000 Sofortkauf. 18.000 hier. Gibt's auch schon ein ZOM? 20.000, wie viel kostet das denn, wenn du den... Die Kandidatenliste und den hier auch nochmal auf die Kandidatenliste. Und jetzt Verbrauchsobjekte, Positionswechsel, ja, gibt's ja nur das. Und von Stürmer, ne, was war, der eine war da jetzt schon Mittelstürmer? Ich glaube schon, ne? Von Mittelstürmer auf ZOM kostet wie viel? 1400. Ja, also ist jetzt fast nichts, ne? Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht noch günstiger bekommen. 600, ne? 1100, ne? 1400 gibt es dann wieder massig, also 1300 müsste es eigentlich auch geben, ja. Aber 1200 wahrscheinlich dann nicht mehr, oder? Doch. Hey, gerade gab es die doch noch nie, oder? Okay, 1200 werden wir... Ja, komm, nehmen wir uns hier einfach mit. Da kaufen wir jetzt den einen, der etwas günstiger war. Ach, hätten wir vielleicht erstmal gucken müssen, ob wir noch so eine Karte haben. Bei meinem Glück habe ich jetzt bestimmt noch so eine Karte, aber ist egal. Achso, den hier habe ich nur so auf der Beobachtungsliste. So, ja, prinzipiell, ne? Es macht kaum einen Unterschied. Außer, dass der viel mehr Verträge hat. Scheiße. Ist aber egal, da hat er zumindest volle Fitness und den kaufen wir uns einfach. So. Alles klar, und jetzt können wir noch die ganzen Leute hier hinzufügen. Die meisten sind ja schon drin. Ob zum Beispiel so einen er hier und er bekommt jetzt noch den perfekten Link. Das war's falscher Mittelstürmer. So, Chemiti bekommt jetzt noch so eine Positionsveränderung. Okay, die haben wir nur einmal, das ist sehr gut. Und dann können wir dem eigentlich direkt noch einen Vertrag geben. Einfach nur, damit er nicht demnächst ausläuft. Hier, so einen Standardvertrag. Und damit hätten wir unser Team komplett. Rafinha bekommt auch gleich noch einen Vertrag. Damit sind wir eigentlich soweit. Was ist denn mit ihm hier? Können wir da noch was kaufen? Vielleicht rechtes Mittelfeld, rechter Flügel können wir noch mal kurz gucken. Einfach nur der Chemie halber. Rechtes Mittelfeld, rechter Flügel. Da. Gibt's dafür schon was? Also wenn sie für 2000 nichts gibt, dann... Es wird dann wohl eher nichts. Ne. Okay, gut, dann wird halt Shaqiri einfach auf seiner... auf seinen 8 Chemie spielen. Aber das ist ja egal. Dann Shaqiri, was kriegt denn der? Der kriegt... Ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute für... Trikotnummern in echt haben. Außer jetzt hier die von Bayern. Finja hatte 13. Die hier habe ich keine Ahnung. Der kriegt einfach mal die 4. Cole, keine Ahnung. El Sharawi, was hat denn der in echt? Der hat, glaube ich, die 92. Deswegen kriegt er die. Chamiti bekommt einfach die 9. Und hier er die 10, meinetwegen. Der Rossi kriegt der 8. Das ist unser Abräumer. Ja, und so würde ich einfach mal sagen, sieht unser Team aus. Ich hoffe mal, es lässt sich gut spielen für die nächsten linke Eckstöße, für die nächsten paar Spiele. Rechte Eckstöße, dann hier Shaqiri, kurzer Freistoß, keine Ahnung. Shaqiri, langer Freistoß, meinetwegen De Rossi, ich habe keine Ahnung, was der für Werte hat, aber machen wir erstmal. Ja, das können wir auch so machen. Und Kapitän kann von mir aus auch der Rossi bleiben.
So, und ich glaube, wir werden vorerst erstmal unser hier Hybrid, unser kleines Hybrid hier draufstellen. Also mit Bale, mit Wilshere, mit Benzema und den ganzen Leuten halt. Irgendwie hat Manchester City sehr viele französische Spieler, oder? Kann das sein? So, Kabul ist auch mit dabei. Dann haben wir hier noch... Wir haben so viele Bundesliga-Spieler irgendwie. Ihn hier haben wir noch. Und wer fehlt denn jetzt noch? Irgendeiner aus der BPL? Fehlt da jetzt noch, oder? Liga BPL? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt. Ach so, De Gea, scheiße, der ist ja schon im Team. Ja, okay. Das war jetzt natürlich so. Ja gut, den kann man ja da immer, wenn der so auf 90 Chemie ist, auf 90 Fitness ist, geben wir da einfach so eine Fitnesskarte. Ich meine, da haben wir ja genug von. Von da geht das schon voll klar. Hier können wir dann ab und zu einfach mal die Verletzten draufpacken, damit die wieder regenerieren beim nächsten Mal. Ja, und dann würde ich sagen, hab ich mich gefreut, dass ihr, oder würde ich mich freuen, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wir werden uns dann wahrscheinlich im nächsten Part direkt mit dem Team in Liga 8, oder in welcher Liga sind wir jetzt? In Liga 7 sind wir sogar. In Liga 7 auf Punktejagd machen. Ja, und dann, ne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.